Hier bringe ich für euch Glauben. Salz und vom Brot ein kleines Stück. Es soll bedeuten für euch und euer Leben, es möge niemals noch für euch geben. Jetzt soll jeder von euch bitte ein Stückchen abbrechen oder abbeißen, wie euch lieber ist. Bitte schön, von dem Brot, von dem Hochzeitsbrot. Ja. Da ist er jetzt drin, bitte. Wo kann man das machen? Ich glaube, das ist ein bisschen unfair, weil Mustafa einfach nicht wusste, was das bedeutet. Zeig bitte an, jetzt mal genau. Man sagt eigentlich, wer das größte Stück abgebrochen hat, der wird das Sagen der Familie haben. Die hat sowieso das Sagen. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Sollt ihr euch das Stückchen Brot salzen, aber so richtig ordentlich salzen. Erstmal salzen, noch nicht essen. Salzen, so richtig reintupfen, genau drauf streuen und salzen. Ich halte dein Stückchen. Genau, so richtig gut. Oh, prima. Jetzt solltet ihr die Stückchen tauschen. Und euch gegenseitig füttern. Und jetzt, meine Lieben, der wunderschöne Saal, was auf euch wartet, ist schon bereit. Alle Gäste warten ungeduldig, weil keiner dürfte noch reinschauen. Dann möchte ich euch nach vorne bitten, die ersten Hindernisse. Den Weg versperren 3 bunte Bänder. Und alle Gäste, die hier stehen, haben Sie alle die große Ehre verdient, zum 50. Hochzeitstag eingeladen zu werden. Da freuen wir uns sehr. Dann zeigt uns jetzt bitte, wie werdet ihr in eurem gemeinsamen Leben jetzt den Weg gemeinsam gehen? Und jetzt werden sie von dem ganzen Herzen euch Erfahrung und die Liebe weitergeben. Applaus! Und die große Ehre für die Eltern. Zündet bitte die Familienflamme von unserer neuen Familie an. Ich sehe, der guckt nicht die Braut, der guckt nicht das Brautpaar an, der guckt nur die Braut an. Klar, die ist heute einfach wunderschön. Was denkt er denn, wenn er die Braut anschaut? Verstanden oder denken Sie was anderes? Beschreiben Sie unsere Braut. Это студент. Комсомол. Спортсмен. Наконец она просто красавица. Natürlich. Die ist einfach wunderschön, haben beide Männer gesagt. Jeder auf seine eigene Art. Sag mal, du schaust die beiden da an, die heiraten. Welche Gedanken schweben in deinem Kopf? Genauso wie in meinem. Если бы я был султан, я бы имел 300 и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах, сколько бед и забот, ах, спасибо, Аллах. Der lächelt so zwischendurch. Was denkt ihr an diesem Moment? А мне хочется, 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 не пиле. Хочется, 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 не пиле. Хочется, 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 хочется мне. Ой-ой. Der sagt ganz offen, ich will, ich will, ich will, ich will. Du, einerseits muss ich hier weglaufen, aber ich bin so neugierig. Ich will wissen, was will er? Ja, verrate mal, was willst du denn?
Женские туфли хочу. Три штуки. Размер 42, 43, 45. Den habe ich schon mal gesehen, aber ich erinnere mich nicht an ihn. Dann sind das nicht eingeladene Gäste, aber ich glaube, wir freuen uns trotzdem. Du, wir haben das Brautpaar gerade zu dem ersten Walzer eingeladen und wir brauchen den Schuh. Sonst können wir den ersten Walzer nicht tanzen und wir können dann keine Hochzeit weitermachen. Gib uns bitte den Schuh zurück. Nein. Was können wir dir anbieten, damit wir den Schuh zurückbekommen? Die Frauen, die sehr gerne sehen mögen, wie der Bräutigam seine Schwiegermama durch den Saal trägt, und bringen sie aber wieder heile, so wie sie ist, wieder zurück. Musik für uns und Schwiegermama wird auf den Schuh getragen. Mit rasierten Beinen und sogar mit dem Hochzeitskleid.
Oh, diese Knie. Aber sofort, nein, meine Güte. Nein. Auch nein, weiter. Nein. Auch nein. Oh, jetzt ist die Frau aber sauer. Ist so haarig, nein. Schöne Knie, aber nein. Kompliment. Auch nicht. Sicher nicht? Film noch mal. Du darfst auch ein bisschen runter. Nein. Schon glatt, aber nein. Wieder zu. Полина, убери этих девочек. Die nehme ich. So, jetzt steh gut auf. Sicher. Sicher. Dann erstmal Gurke, aber mit verbundenen Augen. Bist du bereit? Ja. Gurke mit verbundenen Augen. Gurke. Diese Dame, die hat versucht, aber du hast diese ausgesucht. Gurke! Счастлива живу, доченька, и удачивай, доченька, за твою любовь. Wird sie in ihrem Leben zwei andere kräftige Hände haben, die sie weiterhin genauso Papas wie Papas Hände unterstützen werden. Das sind natürlich Hände ihres Mannes. Und Papa darf heute seine erwachsene Tochter an einen anderen Mann übergeben. Du musst uns aber versprechen, dass du deine Larissa genauso lieben wirst, wie das bis jetzt Papa gemacht hat. Die unterstützen, die beschützen, die einfach lieben. Versprichst du uns das? Nein, ich werde sie mehr lieben, mehr unterstützen. Dann kann Papa wirklich mit einem ruhigen Herz seine Tochter übergeben. Bitte schön, nehmen Sie Ihre Hand und geben Sie an Ihren Mann. Es fällt